Grüße euch, meine Lieben, zu den Tageskarten vom 9. Juni 2018. Ich weiß, es ist früh am Morgen und ich dachte, ach komm, lass mir einfach die Energie hier noch ein bisschen reinfließen. Wir haben hier abnehmender Mond und der Spruch für den heutigen Tag: Jeder Augenblick hat eine besondere Botschaft, von Hasrat Inyat Khan. Tatsächlich war sie von gestern, aber nicht. Ja, wir haben aus dem Das Feen-Tarot von Dorian Virtue zwei Botschaften. Dürft ihr euch eins aussuchen? Eine Engelsbotschaft, auch eine Botschaft der Lichtengel. Diese zwei Karten stehen für den beruflichen Bereich und diese drei für das Thema Liebe. Und von Louise L. Hay habe ich noch eine Körper- und Seelenkarte. Ich werde die Lennemond-Karten mit dem Buch von Sibylle Dasalons von Iris Treppner übersetzen. Das sind jetzt allerdings schon die neuen Lennemond-Karten mit Zusatzkarten. Und es kann natürlich auch passieren, dass eine Zusatzkarte mit dabei ist. Dass man sich einfach so ein bisschen drauf einstellen kann, werde ich es dann aus dem Buch mitunter vorlesen. Okay, ich beginne mit dem Feentarot und die erste Botschaft, die 5 des Winters. Wieder eine sehr schöne Gestaltung, finde ich, und harmonische Farbgebung. Trenne dich von unehrlichen Verbindungen jedweder Art. Erkenntnis, dass das, was du glaubst, haben zu wollen, nicht die beste Entscheidung für dein Glück ist. Etwas, das der Mühe nicht wert ist. Und die zweite Botschaft, hier haben wir eine Trumpfkarte, das Rad. Je nachdem, wie sich das Rad dreht. Die Zeit des Aufschiebens ist vorbei. Plötzlich oder unerwartetes, glückliches Ereignis. Ein neues Auto oder eine Reise. Ja, die Fee sitzt hier auch so am Spinnrad und webt hier, wie ähnlich wie die drei Nornen, die Lebensfäden. Zusätzliche Botschaft haben wir hier, der Engel der Dankbarkeit. Bitte deinen Engel, dir alles Gute in deinem Leben vor Augen zu führen. Dankbarkeit, die von Herzen kommt, ist ein wichtiger Bestandteil des Glücks. Wenn du aufmerksam und dankbar bist, wirst du auch dich selbst besser kennenlernen. Sei dankbar für alles, was du in deinem Leben hast und begegne dir und deinen Mitmenschen voller Dankbarkeit. Und wir haben hier Sternengel. Sternengel kommen aus dem All, aus dem Raum der Gnade. Wir kommen zum Beruflichen. Ich beginne mit der ersten und wir haben hier das Kind. Die Leichtigkeit, Verspieltheit.
Du bist frei, die Welt steht dir offen, auch der Neuanfang, Beruf. Aus der Garage zum Weltkonzern, das muss kein Traum bleiben. Ihre neugeborene Geschäftsidee wird sich durchsetzen, und das, obwohl sie nie den Profit im Auge hatten. Sie werden Erfolg haben, weil sie etwas Ureigenes kreieren. Okay, die zweite berufliche Karte ist hier, sind hier die Fische. Geld kommt mit Schritten und geht mit Sprüngen. Sie sind ein kleiner Glücksritter. Ein gewinnbringender Vertrag ist bereits an Sie unterwegs. Vielleicht bekommen Sie heute auch eine Zusage für eine geschäftliche Angelegenheit. Alle beruflichen Vorgänge nehmen jetzt richtig Fahrt auf. Wir kommen zum Thema Liebe und ich pick mir jetzt diese heraus, die Brücke. Jetzt haben wir auch gleich die Zusatzkarte, ich finde die jetzt sehr schön. Ja, nah oder fern, breit oder schmal, steil oder gerade, sind einige meiner Eigenschaften. In welcher Form auch immer. Ich bin eine Verbindung zu Orten, Menschen oder Zeitpunkten. Ich kann die Zeiträume überspannen, die dich trennen. Ich kann die Distanz verkürzen, die dich mit ihnen zusammenbringen können. Als ein Symbol für den Übergang und die Überwindung von Hindernissen auf ihrem Weg dienen die Brücken als Möglichkeit, eine Kluft zu überqueren und so neue Chancen zu eröffnen. Es geht um etwas, das ihnen hilft, ein Ziel zu erreichen. Diese Karte ist eine wichtige Ergänzung für das Lennemond-Deck, weil sie eine Lösung für ein Problem anbietet. Zum Beispiel in der Kombination Kreuz-Brücke, überwundenes Leid. Sollte die Brücke allerdings hinter den anderen Kombinationen liegen, warnen Sie sie, Ihre Brücke nicht abzubrechen, da Sie diese Entscheidung nicht rückgängig machen können. Die Brückenkarten des goldenen Revier überspannt unglaubliche Berge. Sie kann auch den Berg abschwächen und neue Wege öffnen, die durch die umliegenden Karten angezeigt werden. Diese Karte kann Versöhnung, Verbindung oder das Bauen von Brücken zwischen Menschen bedeuten. In anderem Zusammenhang sind die Brücken ein Ort der Rendezvous, kurzer Zwischenspiele und Treffen. In Kombination mit der Zeit wird ein sehr kurzes Treffen angezeigt. Und mit dem Brief und dem Ring die rasche Lösung einer vertraglichen Frage angedeutet. Okay. Die nächste Karte haben wir hier. Den Hund, den Kameraden, die Freundschaft, die Treue. Wer treu ist und vertraut, ist auf Dauer im Vorteil. Treue und Freundschaft, Liebe. Sie leben in einer stabilen, gut funktionierenden Partnerschaft und doch sehen sie sich emotional nach mehr, vielleicht nach einem leidenschaftlichen Partner. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich ein neuer Liebespartner bald als ungefähr so leidenschaftlich wie sein Vorgänger entpuppen würde. Leidenschaft braucht gute Pflege. Okay. Und die letzte Botschaft für das Thema Liebe. Wir haben hier den Brief. Ein Brief bedarf der Zeit und nicht des Geldes. Die Nachricht. Über das weite Feld der Kommunikation werden Sie einen Partner kennenlernen. Das kann per Zufall über das Handy oder Telefon sein, eventuell auch über das Internet
Oder eine Kontaktanzeige. Oder die altbewährte klassische Brieffreundschaft. Jedenfalls könnte sich aus einer Bekanntschaft eine ernsthafte Beziehung entwickeln. Ja, vielleicht kann man hier mitunter mit sehr guten Freunden auf zu neuen Ufern ans Wasser. Wir haben hier mitunter mit den Fischen auch das Wasser mit angedeutet, die Verspieltheit, ja, dass man einfach auch neue Wege mitunter in sein Leben geht und einfach auch dankbar dafür ist, dass man hier das Leben geschenkt bekommen hat. Ja, Begegnungen zwischen Menschen. Vielleicht ist ja jetzt so an einem großen Fluss auch ein Fest, wo man über Brücken geht. Und die letzte Karte. Ich lasse alle Kritik los. Ich gebe nur das, was ich selbst zu empfangen wünsche. Meine Liebe und Offenheit anderen gegenüber spiegeln sich in meinem Leben wider. So, meine Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Tschüss. Wenn ihr mich über die 0900er-Nummer anrufen möchtet,